Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Wachtelkanal. So, wir haben früh morgens und ich mache meine Runde heute Morgen bei den Wachteln. Und ihr fragt euch, warum ich jetzt ein Video aufnehme. Das liegt einfach daran, dass wir euch in diesem Video unsere Routine zeigen wollen. Das wollten wir euch eigentlich schon Sonntag hochladen, aber als ich mit dem Videodreh begonnen habe, und dann, um zu schauen, ob es allen Wachteln gut geht, habe ich eine tote Wachtel gefunden und das wollte ich dann nicht so gerne posten. Ihr seht es, wir haben eine tote Wachtel. Jetzt gehen wir erstmal rein und schauen, ob Futter und Wasser stimmen. So, ich bin jetzt hier drin und ihr seht, das Futter ist noch voll, aber ich bin dafür, dass ich da jetzt nochmal ein bisschen was reinmache, denn ich glaube nicht, dass das bis heute Abend noch reicht. So viel wie die fressen. Jetzt fülle ich das eben auf und dann sehen wir uns wieder. So, das Futter ist jetzt aufgefüllt. Jetzt machen wir den Trog wieder zu und versuchen das mal hier hinzustellen. Aber hier werde ich direkt attackiert, weil die natürlich gerade in diesem Moment immer so hungrig sind, wenn das neue Futter kommt. Ja, du haust jetzt hier einmal ab. Danke. Jetzt stellen wir es wieder an die Wand und alle können wieder fröhlich essen. Dann schauen wir einmal hier beim Wasser. Ihr seht, das ist noch voll genug. Gehen wir zur zweiten Stelle. Und auch hier, ich kann es auch einmal drehen, seht ihr, das ist noch voll genug. Da wurde ich jetzt gepickt, ne? Also, Wasser ist noch voll genug. Und ja, geschaut, ob es allen gut geht, habe ich schon gemacht. Wir sehen uns heute Abend. So, jetzt sind wir schon zum Abend drüber gesprungen sozusagen. Jetzt mache ich mal den Rundgang. Ich zähle erstmal durch, ob wir 7 Wachteln hier anwesend haben. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, hatte ich die schon mitgezählt da? Ich weiß es nicht. 5. Hier ist nichts, aber oh, hier seht ihr schon ein Ei. Sehr schön. Ah, hier noch. Ja, doch, genau, das sind 7. Perfekt. Dann schauen wir noch einmal hier. Futter. Muss, glaube ich, gar nichts nachgefüllt werden. Wasser ist auch gut. Müsste Roman dann morgen früh machen. Und wir schauen jetzt mal nach Eiern. Hier hatten wir ja schon eins gesehen. Öffne ich das glatt mal. Hier. Ich muss das einmal zeigen. Ihr seht. Genau. Ich erstmal hier hin, nehme ich dann gleich mit raus. Und jetzt schauen wir nochmal hier drunter. Hier hatte ich eben schon gesehen. Hier ist nichts drunter, genau. Da ist auch nichts. Okay. Wir haben heute erst 6:30, da haben die meisten da nicht alle gelegt. Aber da hinten sehe ich doch schon eins. Muss ich eben schauen. Und da. Da ist eins, das nehme ich jetzt auch einmal raus. Oh, zack. Habe ich's? Ich denke. Da unten muss ich auch noch einmal nachschauen, genau. Das runter. Ne, da ist auch nichts drunter. Okay. Dann hier fast alles da oben. Der Grillstein ist auch noch gut vollständig. Brauchen wir auch noch nichts nachfüllen. Ich denke, das war's dann schon mit dem Video. Vielleicht wird Roman heute Abend noch einmal euch zeigen, wie er nochmal andere Eier findet. Das weiß ich aber nicht genau, weil das muss ich dann nochmal mit Roman besprechen, der hier nämlich steht. So, ich unterbreche jetzt Felix noch einmal kurz, denn wir haben jetzt mittlerweile nicht 18:30, sondern 20:30 oder 20:15. Und ich gehe jetzt nochmal rein nach Eiern schauen. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich drin bin und wenn wir noch Eier gefunden haben. Dann kann Felix euch nachher verabschieden. So, wir sind jetzt drin. Und jetzt schaue ich einmal im Innenstall. Und ihr seht es. Wir haben noch ein Ei, also schon mal eins. Vielleicht finden wir ja noch eins. Dann sind wir wieder bei 4. Gestern hatten wir nur 3 und grundsätzlich ist unsere Legeleistung noch nicht so gut. Vielleicht könnt ihr uns ja noch mal Tipps in die Kommentare schreiben. Aber ja. Wenigstens 3 schon mal heute. Jetzt schaue ich noch mal weiter. Schauen mal hier rein. Ihr seht, das ist
leer. Schauen wir hier rein. Dort ist auch nichts mehr. Also bisher nur 3 Eier. Da geht noch mehr. Hier haben wir leider auch nichts. Hier drunter auch nichts. Wobei ich aber sagen muss, dass teilweise um 8:30, 9 noch eine legt. Aber ja, wir wissen es nicht, weil gestern hatten wir auch nur 3. Ich schaue jetzt noch einmal hier in dem Häuschen und ja, sonst haben wir halt nur 3. Aber ihr seht, da ist tatsächlich sogar noch eins. Das heißt, 4 Eier heute, das ist eins mehr als gestern. Das ist eine okaye Leistung. Natürlich fehlen dann noch 3 zur Top-Leistung, aber 4 Eier sind okay. Dann wollen wir mal warten, bis hier die Zeynep sich dazu entschlossen hat, wegzugehen, damit wir das Häuschen dort wegnehmen können. Du gehst jetzt einmal bitte. Das Problem ist, sie ist die zahmste hier in so einer Truppe. Aber jetzt ist sie zum Glück gegangen. Und wir können auch das letzte Ei hier rausholen. Und ihr seht, unsere Wachteln machen sich immer so ein schönes Nest, wenn sie genug Stroh haben. Deswegen nochmal ein kleiner Tipp für euch. Habt immer genug Stroh in den Verstecken, dann bauen die sich immer so coole Nester. Das ist auch schön zu sehen als Wachtelhalter. Also, wir haben hier noch 2 Eier. Und jetzt kann euch Felix verabschieden. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ihr wollt, abonniert auch, wenn euch für Wachteln interessiert. Und ja, ciao. Und wie immer, bevor wir es vergessen, schaut doch gerne mal bei Timo Spielhaus Wachtel vorbei. Der macht auch ganz interessante und nette Wachtelvideos. Und jetzt wirklich ciao.